Hallo und grüß euch, da bin ich wieder. Ich wundere mich selber, dass ich jetzt wieder da bin, nachdem ich als kleine Draufgabe noch eine richtig schöne Angina gekriegt habe. Aber es hört an meiner Stimme, es ist noch nicht ganz super, aber es wird jetzt schon langsam. Und damit das Wetter so richtig ideal ist, am 1. April seht ihr, es schneit bei uns. Ist auch irgendwie ist schön. Es ist richtig feucht und nass. Ja, dann haben wir halt so überlegt, was könnte man machen thematisch, und es hat ganz gut gepasst, weil nämlich wirklich vor ein paar Tagen sind in unseren Teich wieder die Erdkröten eingezogen. Das gefällt mir immer irrsinnig jetzt, ja, wenn sie dann kommen und so ein bisschen so komisch dahin piepsen. Und da ist dann oft das ganze Wasser so richtig kochend. Deshalb habe ich mir erzählt, tja, ich kann auch nicht gut denken, es geht einfach noch nicht. Deshalb habe ich mir erzählt, deshalb habe ich mir gedacht, ich erzähle euch einfach ein bisschen was über Kröten bzw. über Lurche, weil wir das viel zu wenig oft machen und weil das so wertvolle Tiere sind. Lurche, hochinteressante Tiere, Amphibien. Wie soll man das vielleicht kurz beschreiben? Ja, eigentlich die Lurche, ich glaube, das wissen vielleicht noch die Mehreren, gehören im Prinzip auch zu den Wirbeltieren. Also, ich schwöre das, mich haut es heute noch da rein. So wenig bewegungsaktiv bin ich noch. Also, gehören im Prinzip zu den Wirbeltieren. Also haben hinten ein Rückgrat, so wie auch Vögel, Fische, Säugetiere. Nur haben sie eben eine ganz interessante Lebensweise. Das Wort Amphibium kommt, ich glaube, es kommt aus dem Griechischen und bedeutet so ungefähr wie kommt man das übersetzen, irgendwie zweigeteilt oder zwei verschiedene Leben. Weil Amphibienfahrzeuge, das wären die meisten vielleicht Autofans gut kennen. Das sind so Fahrzeuge, die einerseits im Wasser sich bewegen können und dann an Land gehen. Und bei den Amphibien ist noch krasser. Die haben eigentlich wirklich zwei geteilte Leben. Die Larven oder die jungen Amphibien, in dem Fall sind es die Kaulquappen zum Beispiel von unseren Erdkröten, die schlüpfen aus Eiern. Also die meisten Amphibien legen Eier. In dem Fall bezeichnet man aus Laich. Also die Erdkröten. Jetzt ist noch nichts drinnen, aber die haben einen ganz interessanten Laich. Das sind so Schnüre, so langgezogene Schnüre mit schwarzen Punkten. Also wenn ihr das im Teich habt, wisst ihr, es sind Erdkröten. Und da schlüpfen dann die Kaulquappen aus und die atmen im Wasser über Kiemen. Und wenn sie dann größer werden, also wenn sie sich langsam umwandeln, eine Metamorphose findet da statt, sie wandeln sich dann in die fertige Kröte um. Das ist, schaut dann ganz lustig aus, weil da findet man alle verschiedenen Zwischenstadien. Dann stellen sie langsam um auf Lungenatmung und die erwachsenen Tiere atmen dann mit den Lungen bzw. auch sehr viel mit der Haut. Und die leben aber dann, das wissen glaube ich viele Leute bis heute noch nicht so richtig, die leben dann eigentlich nicht mehr im Wasser, im Teich, sondern in unseren Gärten, in der Landschaft. Haben sie sicher auch schon viele, oder hat sich auch schon herumgesprochen, es gibt so Laichbewegungen, nennt sie das. Also Amphibien bewegen sie sehr viel. Und eben diese Laichbewegung ist ganz was Wichtiges im Frühjahr, wo leider sehr viele immer noch zum Teil zusammengeführt werden auf unseren Straßen. Aber diese Kröten oder Fröschen müssen dann aus der freien Landschaft wieder zu irgendeinem Gewässer kommen, um dort zu laichen. Also die machen ganz schöne Bewegungen durch im Laufe ihres Lebens. Also hochinteressante Lebewesen, die es wirklich verdienen, dass man sich mit ihnen näher befassen. Heute ist jetzt kalt, he? Heute lassen sie sich nicht blicken. Übrigens, das wäre so eine Maßnahme, weiß man jetzt, weil es gerade sehe, was ich eigentlich schon längst hätte machen müssen. Kröten, wenn es Kröten im Garten unterstützen wollt, ist nicht sehr schwierig. Man braucht einfach einen naturnahen Garten, der rundherum an die freie Landschaft offen ist. Das heißt, die müssen einer kennen zu euch, sonst finden sie euch ja nicht. Und wenn ihr einen Teich habt, schaut, dass er nicht verlandet. Der tut schon zu viel verlanden. Den muss ich jetzt dann wirklich einmal ausräumen,
weil gerade die Kröten schätzen das, wenn ein bisschen ein freies Wasser ist. Ganz einen neuen Teich, gebt vielleicht irgendeinen Ost oder sowas rein, das ist ja irgendwie sympathischer, da kannst du dann lieber legen, da kommen sie eher in Stimmung. Aber vielleicht auch ganz wissenswert, glaube ich, ist sicher auch noch, es gibt einerseits die Froschlurche und die Schwanzlurche. Schwanzlurche sind eben Molche die, oder Salamander, wie es wir unten haben, im Stelzer Graben. Das muss ich einmal besuchen mit euch, unsere Salamander. Das sind so die zwei großen Klassen. Es gibt noch eine dritte, aber die ist nur in den Tropen, die ist für uns nicht relevant. Also das wären einmal so diese Gruppen, die man da eigentlich ganz gut auch im Hausgarten ein bisschen unterstützen können. Weil, wo sich das Ganze dann wieder irgendwo schließt, naja, man kann sagen, das erzähle ich jetzt, weil es mir gerade einfällt. Ich habe vor Jahren einmal einen Garten für einen Politiker gemacht, also der war Minister sogar in drei verschiedenen Ämtern. Und dann war nebenbei so eine kleine Fahrspur irgendwo in der Wiesen drinnen. Und mein geschultes Auge hat natürlich gleich gesehen, dass da Unken drinnen sind. Da habe ich dann eine Gelbbauchunke. Und das war ganz lustig, weil dieser Minister war ja ein netter Bursche. Hat dann so geschaut, aha, ja und für was soll jetzt das gut sein? Also der Herr Minister hat sich gefragt, für was dieses Lebewesen gut ist. Kann man sich ja fragen, ist berechtigt. Hat, glaube ich, das erste Mal in seinem Leben eine Unke gesehen, eine Gelbbauchunke. Und man muss sich das ja wirklich stellen, diese Frage, weil dann hat man ein bisschen Argumente. Wieso ist so ein Lebewesen wichtig? Diese Froschlurche zum Beispiel sind sehr, wirklich eine extrem wichtige Nahrungsquelle für ganz viele verschiedene Lebewesen. Kennt jeder von euch der Storch zum Beispiel? Der Storch braucht eine Unmenge von Fröschen zum Beispiel, aber auch Schlangen zum Beispiel. Schlangen brauchen auch einen Haufen Tiere, die es fressen, und da gehören zum Beispiel auch Frösche oder Kröten dazu. Aber auch genauso verschiedene Säugetiere, was weiß ich, ein Marder oder sowas frisst durchaus einmal einen Frosch. Also diese Tiere sind ganz, ganz wertvoll, essentiell im Nahrungskreislauf. Und sie wiederum fressen eben sehr gerne Insekten. Das heißt, ihr müsst wieder schauen, also nicht nur Insekten, sondern auch Spinnentiere dazu, Gliederfüßler, Schnecken, Weichtiere und so weiter. Also lauter Kleingetier, aber eben lebendige Nahrung. Und da sieht man wieder, wie sie diese Kreise irgendwo schließen. Und das können wir auch im eigenen Garten schauen, dass wir bereitstellen, dass wir einfach einen naturnahen Garten haben, wo sehr viel an Reproduktion da ist, damit unsere Kröten, wenn sie denn mit dem anstrengenden Laichgeschäft fertig sind, weil dann gehen sie wieder außer, sofern sie es überleben. Weil da gibt es manchmal dramatische Szenen, wenn zu viele Männchen auf ein Weibchen raufgeiern. Gibt es auch bei den Menschen, ist nie gut. Da endet es oft sehr dramatisch für die Weibchen, die saufen dann ab. Jedenfalls nachher gehen die wieder an Land. Und da ist es eben dann gut, wenn sie einen Garten vorfinden, wo sie viele Möglichkeiten haben, dass sie verstecken untertags, weil sie sind eher am Abend in der Nacht unterwegs, und wenn sie eben viel Nahrungsmöglichkeit im Garten haben. When I run from the pain, hide from the shame, I feel it in my body. And I just can't let go, tears start to flow, I feel it in my body. Girl, I feel this magic, and it's deep inside, 'cause I believe in magic, when I see your eyes. Was wollte ich denn noch sagen? Ich sage euch jetzt einfach nur ganz kurz, was mir spontan einfällt, weil es wirklich nicht kompliziert ist. Was kennt ihr in eurem Garten? Weil darum geht es ja bei uns sehr viel auf diesem Kanal. Wir werden leider, zumindest nicht kurzfristig, die Welt so verändern, dass sie wieder alle Amphibien, Reptilien, Insekten, Vögel und so weiter drin wohlfühlen. Allein in diesen
wir sind jetzt 20 Jahre da, glaube ich. Gell? Und in die 20 Jahre, in denen jetzt wir da leben, kann ich leider sehr gut erinnern, dass so die letzten feuchten Stellen, die wir da gehabt haben in der Gegend, wo einmal eine Quelle rausgesickert ist oder wo irgendwo ein Kron war, sind alle verschwunden. Alle. Es ist ein Volkssport, dieses Drainagieren. Ich muss jetzt leider mal so sagen, es ist wirklich dramatisch. Also in unserer Gegend, vielleicht ist es woanders besser, gibt es kaum mehr Bereiche, wo sich diese Tiere irgendwie zurückziehen können. Zumindest was die große landwirtschaftlich genutzte Fläche betrifft. Oft sind es nicht einmal Flächen, die genutzt werden. Das ist ja das, was mich oft so erstaunt. Das ist einfach Brachen, wo eh nichts passiert, wird drainagiert, wo man sich fragt. Also das gebe ich an jeden mit, der vielleicht als Landwirt oder als Landwirtin zuschaut. Drainagieren, vielleicht einmal ein bisschen überlegen, muss man es wirklich machen oder schenke die 20 Quadratmeter der Natur. Ich schenke sie der Natur. Ich mache eine Schenkung. Und im eigenen Garten können wir eigentlich sehr viele einfache Dinge machen. Naturnaher Garten ist eh klar. Es müsst schauen, dass viele Versteckmöglichkeiten da sind. Möglichst viele natürliche Bereiche, wo das Gras hochwächst, wo die Vegetation hochwächst. Da können sie sich verstecken. Da ist feucht, das brauchen sie für ihre Haut. Wiese statt Rasen. Es kennt von mir aus kennt an Rasen haben, macht eine kleine Fläche, die euch frei hält, wieso nicht. Aber rund um und um, da muss dann bitte wirklich der Urwald zuwachsen. Also Rasenfläche und Urwald ist für mich okay. Komposthäufen zum Beispiel. Komposthäufen zugänglich lassen, dass die reinkriechen können, weil da schlafen sie ganz gern am Tag, wenn es heiß ist. Oder solche Heuhaufen, wie es ich ganz viel im Garten habe. Steinschlichtungen, wir haben ja, war es vielleicht dabei, wie wir jetzt ein bisschen umgebaut haben, haben wir einige so Steinschlichtungen gemacht. Und wenn es Steinschlichtungen macht im Garten, zum Beispiel für Trockenmauern, schaut, dass immer sehr viele große Zwischenräume sind, wo da können die reinkriechen. Und die brauchen, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Tier, der hat eine empfindliche, dünne Haut. Wie auch wir Männer haben ja auch so ähnliche Häute. Und der mag das nicht, wenn es ihm heiß wird. Das heißt, der muss sich irgendwo verstecken können unterm Tag. Sag uns interessant, wenn sie im Wasser haben, kannst du einen Frosch kaum angreifen oder eine Kröte. Und wenn es dann an Land rausgeht, greift es einmal eine Kröte an, wenn es eine findet im Garten. Die schauen ja wirklich lieb aus. Und die fühlt sich aber ganz angenehm an. Die ist trocken, die hat so ein bisschen watzig. Also ich finde, es fühlt sich wirklich sehr angenehm an. Manchmal ludelt sie dich an, weil sie nicht so begeistert ist, dass du sie aufhebst. Aber das heißt, ihr könnt viel so Strukturen schaffen, wo sie diese Tiere zurückziehen können. Oder mal einen Bretterhaufen irgendwo, wo sie unten reinkriechen können. Ein bisschen ein Totholz, also alles so, wo man sie irgendwo verstecken kann. Weil auf die Jagd geht er dann erst am Abend. Habt ihr vielleicht schon öfter beobachtet, wenn es in der Nacht so ein bisschen im Garten herumgeht, einmal mit einer Taschenlampe, da findet man es dann ganz, ganz gern, so riesige Kröten. Nachdem wir jetzt ein bisschen zeitlich in Bedrängnis gekommen sind, ich war jetzt 2 Wochen eigentlich außer Gefecht, ein Wahnsinn, kann mich überhaupt nicht erinnern, gell? Jahrzehnte schon einmal. Jetzt ist die Kose halt ziemlich rangekommen, ich muss sparen auf einen Orden, einen großen Orden für die Große, weil sie hat das Ganze jetzt wirklich am Leben gehalten, beziehungsweise am Leben hält sie es ja eh, dankenswerterweise wirklich, muss man euch wieder sagen, so super, dass wir da so unterstützt werden von euch. Und die Große sucht jetzt irgendeinen Alt, er ist nicht brandneu, aber sicher mindestens genauso gültig in seiner Aussagekraft. ich glaube, sie weiß nicht einmal welchen, weil wir einfach noch keine Zeit dazu gehabt haben oder die Kose. Einen schönen Deko-Beitrag wird sicher finden und den spülen wir da rein. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Wir haben keinen Neuchen geschaffen. Kose, ich hätte einen schönen machen können. Ich bin da ja viel schneller. Wieso darf ich das nie? Ich darf das nie. Es ist wirklich gemein. Say love is free, but it's more than you can see. It's a song, it's a melody, it's
It's the beat of you and me. It takes more than words to know. It takes more than bills to show. Nachdem ich jetzt ein bisschen außer Gefecht war, 2 Wochen oder sowas. Ja, und jetzt ist das Wetter halt auch ein bisschen irgendwie nicht so, wie man es fürs Frühjahr vielleicht wünscht. Aber es ist halt einfach so. Pünktlich zur Marillenblüte ist eh klar, kommen die Minustemperaturen. Aber es ist jetzt wieder mal, hängt es an der Kose, dass sie da irgendwo schöne Bilder zaubert. Zum Glück habe ich vor ein paar Tagen diese Kröten, weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe, gell? Wenn ich das da habe, weil da war ja nicht so richtig. Aber ihr seht, auch aus Sterbenskranker gehe ich die Kröten filmen. Das muss einfach sein. Nein, taugt mir, die habe ich erwischt. Es schaut momentan echt wild aus bei uns, weil sie ist halt alles ein bisschen hinten geblieben. Ich muss jetzt dann wieder einmal zusammenräumen, ist auch wichtig, weil auch der Naturgarten soll zusammengeräumt sein. Also so ist es ja nicht. Einen Saustall will ich auch nicht haben. Es soll nur einfach viel Möglichkeit sein für die Tiere. Nein, du musst dann ein bisschen tricksen, aber jetzt gehen wir rein, weil jetzt gefreut es mich nachher aus, jetzt ist mir zu kalt. Jetzt zeige ich euch dann vielleicht noch ein, zwei lässige Bücher, was ihr euch zu der Materie kaufen könnt. Einerseits als Hauskartenbesitzerin oder Hauskartenbesitzer, aber vielleicht sind viele unter euch, die ein Amt innehaben, die ein ganz ein wichtiges Amt innehaben. Ja? Das Mikro auf dem Hals? Das ist schlecht, oder wer? Ich wollte mich gerade an die Amtsträgerinnen und Amtsträger in diesen Ländern, also Österreich, Deutschland, Schweiz, alle, die Deutsch reden, sind ja andere Länder auch noch dabei, muss ich immer aufpassen, wenden. Könnt ihr euch nämlich mal ein gutes Buch kaufen zum Beispiel und überlegen, kann ich in meiner Gemeinde etwas beitragen zum Amphibienschutz? Da kann man Amphibien-Reptilien-Schutz, kann man ganz viel machen, ist ganz einfach. Aber ich gehe jetzt rein. Inside my body, there's a number on my arms. The shattered state, the cooling fade of my lungs. The raving soul is in the grave. Too many more.
Ja, alle, die vielleicht wirklich in so Positionen sitzen, wo sie da echt was bewegen können, sei es in einer Gemeinde oder sonst irgendwas. Es gibt dann nämlich, das wollte ich da eigentlich zeigen, ganz ein lässiges Buch, das ist relativ neuer Praxisleitfaden, Amphibien- und Reptilienschutz, das sich eigentlich wirklich ziemlich mit allen Aspekten beschäftigt, im Hausgarten. Und das zeigt ja, glaube ich, das zeigen Amphibien, aber auch Reptilien und viele andere Tiere. Wir können natürlich im Hausgarten nur relativ beschränkt was machen, weil gerade Lurche einfach einen sehr großen Bewegungsradius haben. Es ist ja nicht so, dass die nur bei uns dann im kleinen Naturgarten zu Hause sind, sondern die haben einfach sehr große Bewegungsradien. Ah, genau deswegen habe ich mir da eine Pickerleine gegeben. Das war das, glaube ich, oder? Ich glaube, muss ich gucken. Ja, genau, so diese bemerkenswerten Wanderleistungen, also welche Distanzen die zurücklegen können, zum Beispiel eben Erdkröten jetzt im Frühjahr, wenn sie die Laichplätze suchen. So eine häufige Distanz sind 500 bis 1500 Meter, kann man jetzt sagen. Naja, meine Güte, aber es ist halt auch so ein kleines Tier, das ist gar nicht so schlecht, aber durchaus häufig steht man da 3 bis 4 Kilometer, manchmal auch wesentlich mehr. Also das ist schon erstaunlich für so ein kleines Lebewesen, das etliche Kilometer wandert, um zum nächsten Laichgewässer zu kommen. Und das ist die Problematik generell, was wir halt heutzutage haben in unserer Welt, dass, oder in unserem modernen Europa, dass unsere Flächen, die zur Verfügung stehen, einfach so stark alle ausgeräumt und sterilisiert worden sind und dass diesen Tieren dann oft die Korridore fehlen. Da haben sie bei uns noch einen Klick, muss man sagen, weil die Gegend, in der wir da sind, ist zwar bäuerlich sehr stark durch die Milchwirtschaft geprägt. Das heißt, die Wiesen sind wirklich völlig steril. Da braucht man nicht einmal drüber diskutieren, das ist so. Aber wir haben durch diese hügelige Topografie des Mostviertels haben wir sehr viele so kleine eingestreute Waldflächen. Und in diesen Waldflächen können diese Tiere sich noch sehr gut so korridormäßig bewegen. Und dann hin und wieder in den Waldflächen noch so kleine Weiher sind oder kleine Tümpel, dann hat man zumindest so Restmöglichkeiten, wo die Tiere laichen können. Aber eben gerade Unken sind schon wieder sehr speziell. Also generell muss man vielleicht auch dazu sagen, die Gefährdungssituation ist auch dramatisch. Die Hälfte ungefähr da bei uns heimischen Amphibienarten ist gefährdet und man schätzt, bis in die 50er Jahre dieses Jahrhunderts, also Mitte, wird mehr als die Hälfte verschwunden sein, sowohl von den Arten als auch von der Masse. Und wahrscheinlich wird es noch ähnlich sein wie beim Klima, es wird noch schlimmer kommen, wenn wir es glauben. Also da sind wir sicher alle zum Handeln aufgefordert. Es geschieht, aber muss man auch sagen, schon einiges. Es ist jetzt, im Straßenbau hat sich einiges getan. Auch gesetzlich müssen Straßen so gebaut werden, dass die Tiere nicht am Wandern gehindert werden. Dass zum Beispiel Unterführungen auch gebaut werden, wo es dann zu den Laichgründen können. Oder dass neue Laichgründe geschaffen werden etc. Also man kann auch eben als Gemeinde einiges machen. Oder Gullis zum Beispiel, Gullis so irgendwie einbauen, dass die Tiere nicht in diese Gullis geschwemmt werden. Oder vielleicht einfach einmal Projektvielfalt überlegen über ein Brainstorming in einer Gemeinde. Was könnte man machen, dass man irgendwo ein Feuchtbiotop für diese Tiere anlegt? Weil die nehmen das sehr gern an, auch wenn es gerade Kröten sind recht laichplatztreu. Aber wenn sie ein anderes Gewässer haben, das besser ist vielleicht, dann nehmen sie das durchaus dankbar an. Also ihr seht, es ist ein sehr komplexes Thema, was man jetzt im Hausgarten allein nicht wirklich bewältigen kann, aber man kann im Hausgarten doch einen sehr, sehr guten Lebensraum für die Tiere schaffen, indem man eben Versteckmöglichkeiten und Nahrung bereithält. Ja, also gute Grundlage, sehr umfassend betrachtet. Ein cooles Buch, das habe ich mir gestern aus dem Kostenlasser gesagt. Keine Ahnung, wann ich das Buch gekriegt habe, aber ich habe damals schon
wichtige Aufzeichnungen in diesem Buch da verzeichnet. Also von der Schrift her war ich da vielleicht war ich 10 Jahre oder so irgendwie, habe ich mir schon wichtige Notizen reingemacht. Schwanzlurche, Froschlurche, Schildkröten, Echsen, Blindschleichen. Also das, ich kann mich an das Buch auch total gut erinnern. Das seht ihr, wie das schon ausschaut. Das habe ich seit ich ein Kind bin und das war halt, ja, hat nichts Spannenderes gegeben. Genau, das war ja schon wieder so eine coole Geschichte. Da gibt es ein, das Blödauge oder die Wurmschlange. Das ist ein Tier, das schaut aus wie ein Regenwurm. Ist aber nur im südlichsten Balkangebiet und dann um in Griechenland daheim. Aber ihr seht, ich schweife schon wieder ab. Aber jedenfalls, diese Bücher, die habe ich verschlungen. Und das hat sich dann in meiner Fantasie immer so irgendwie abgespielt. Ah, wenn ich einmal so ein Tier irgendwo vielleicht finden würde. Ja, eigentlich ein Jammer, muss ich ehrlich sagen, dass ich mich bis jetzt noch nie... Quasi, ist das, wir dürfen es ja nicht sagen, gell? Aber vielleicht ist es ein Auftakt zu einer Reihe unglaublicher Beiträge. Nicht? Doch. Wir werden uns jetzt ganz massiv mit Unken, Kröten, Fröschen beschäftigen. Einer meiner wirklichen Lieblinge, die Gelbbauchunke. Das war so einfach, dass man der Gelbbauchunke wieder ein bisschen Lebensräume schafft. Die mag nämlich genau diese Tümpel, die so klein sind, dass sonst kein anderer Frosch oder keine Kröte reingehen. Wenn sie spazieren geht jetzt im Wald, sind oft so diese ausgefahrenen Traktorspuren. Wenn ihr sowas noch habt, das ist wirklich, muss man sich glücklich schätzen, wenn es noch so ausgefahrene Wege gibt, weil genau da drinnen leichen die oft sogar. Wenn ihr da ruhig zugeht, dann seht ihr, dann schauen oft nur so die zwei, das Augenpaar raus und dann beobachten sie schon von der Ferne. Das ist ganz ein kleiner, unscheinbarer, ist kein junger Frosch oder sowas, sondern die werden nicht viel größer wie so, die Unken. Und wenn man es umdreht, sind sie leuchtend gelb. Hin und wieder besuchen sie uns da unten im Teich, aber lieber sind ja eben so kleine Pfützen. Und sowas kann man auch sehr gut im eigenen Garten machen. Vielleicht machen wir mal eine Krötenpfütze, eine Unkenpfütze. Das kannst du graben, quasi. Du könntest es graben. Ich filme dich dabei. So irgendwie. Ja, ein schönes Projekt. Also, das war jetzt einmal ein kurzer Ausflug. Mir hat er viel Spaß gemacht, weil ich freue mich jetzt ja wirklich auf die Rückkehr der Erdkröte und auf das liebe, wie nennt man sowas eigentlich, was da dort so? Das hört sich ein bisschen an, so wie Musik. Ganz ein komisches Geräusch ist das, wenn es kommt. Die Unken klingen auch ganz eigenartig. Ja, jedenfalls wertvolle, sehr, sehr wertvolle Tiere, die mit uns den gleichen Lebensraum irgendwie teilen. Das ist ja das Interessante. Noch bis vor wenigen Jahrzehnten, muss man sagen, ist denen nicht so schlecht gegangen, weil der Mensch eigentlich vielfältige Lebensräume geschaffen hat. Jetzt machen wir gerade ein bisschen das Gegenteil. Jetzt müssen wir uns halt wieder anstrengen, dass wieder mehr in die Richtung geht. Und das mit Hochgeschwindigkeit, bitte. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Auch uns bei euch schneibt, so wie bei uns. Macht es euch halt drinnen gemütlich und lest einmal ein interessantes Buch. Ist auch hier und da ganz nett. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.